Ist auf jeden Fall ein Upgrade in Level 40. Oh, und wieder was grün. Komet Gauns. Oh nein. Oh nein, Komet Gauns gedroppt. Oh, vielleicht kann ich die für eine Mio wieder verkaufen. Ich habe die für eine Mio gekauft. Oh, warum keine Komet zu, Digga? Oh, ja, ja. Oh no, minus eine Mio. Ich muss die auf jeden Fall für eine Mio wieder verkaufen. Oder wenn die wenigstens jetzt abgegradet werden, ne? Plus 3 wäre schon cool gewesen. Ah, rip me. Naja, schlecht ist es ja nicht, ne? Besser als wenn ich sie gar nicht gedroppt hätte. So kann ich sie vielleicht verkaufen und dann kommen wir den ganzen Komet kompletten Set schon gut nah. Hoffentlich. Angel Big Axe, ich glaube das Beste ist. Bloody Big Axe, ja. War das nicht? Hat das keine AOE-Effekte? Die war ein bisschen so. Das Sword. One-on-One war und Big Axe war AOE. Okay, es hat 5% mehr Crit-Rate, das ist natürlich besser, ja. Weil auf Crit-Schaden ist sowieso erstmal geschissen. Wenn du sowieso kaum Crit-Rate hast, brauchst du auch nicht so viel Crit-Schaden. A-Axe gegen G-Axe Big Sword getestet und mit der A-Big Axe hatte ich mehr DPS. Ziemlich deutlich auch. Ich war. Legendary. Sword. Axe ist AOE. Echt? Ja, trotzdem besser als die hier? 15 STR? Ja, du hast halt wieder weniger Crit-Rate, ne? Da bringt ja der Crit-Schaden dann auch nichts. Crit-Rate ist halt zu wichtig. Außer du hast halt ein perfektes S-Crit-Rate-Pet-Cover. Aber vielleicht auch durch das STR-Scaling dann. Auf der Axt. Aber wer levelt 1v1 Knight? Gibt da gefühlt nur SNS. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, Sword and Shield. Ich müsste noch mal gucken, wie der Horde of Fury Buff ist. Was der jetzt noch mal bringt, oder die Self Buffs allgemein. Nur beim Giant Hunt ein Boss geht, weil sonst levelt jeder mit 2 Hand als 1v1. Oh, wenn man getestet, die 5% machen schon einen krassen Unterschied. Ich glaube, Sword and Shield SNS ist vielleicht auch für den Anfang ganz geil. Mit den ganzen Effekten, oder? Wenn du noch kaum Waffen, so ein Big Sword hast mit vielen Effekten, kannst du halt mit SNS erstmal, glaube ich, gut viele Effekte stacken, oder? SNS bis 90, danach 2 Jahren. Das hätte ich nämlich auch gedacht, so in dem Dreh rum. Ich habe bis Level 140 nur einen einzigen 1v1 2-Hand-Knight gesehen. Ich werde das auf jeden Fall alles in mir angucken und testen. Wenn wir dann so Richtung Level 60 sind. Ich die Skills nochmal sehe. Du hast auch nur einen Knight gesehen, Patrick, und der war lost. Ja, man muss halt sagen, es gibt halt nicht viele Knights, ne? Prinzipiell. Ich glaube, in unserem Herzen ist es eine beliebte Klasse eigentlich. Eine Klasse, die wir grundsätzlich cool finden, aber die kommt halt nicht so cool im Einsatz irgendwo. So richtig. Finde ich. Tetras Schwerter sind super billig für den Anfang. Ich glaube, da wird die Reise auch hingehen, ja. Am Anfang mit Level 60 dann.
Sagt ihr bloß das CW-Set, ja, Floris Last. Das CW-Set? Nee, nein, dafür habe ich ja das Komet-Set. Das trage ich ja bis Level 90 denn. Mit dem CW-Set kannst du gefühlt unendlich Mobs decken ohne Probleme. Ja, wir werden ja 1v1 spielen. Ich glaube, Glafan ist ein 1v1 Knight MVP, zumindest auf irgendeinem Server. Ja, stabil. Die Frage, wie er das gemacht hat. Night früher auch gespielt, hat einfach Bock gemacht, wie jetzt momentan. Ja, macht auch. Ist auch eine coole Klasse eigentlich, der Knight. Aber in vielen Aspekten sind halt die anderen irgendwie besser, so, ne? Ja, ich finde, da fehlt halt noch ein bisschen mehr so dieses spezielle Knight. Knight sein. E101, warum? Gab es eine Abstimmung? Nee, eine Abstimmung nicht, aber wir könnten ja gerne nochmal darüber so diskutieren. Aber ich bin der Meinung, dass es für mich streamtechnisch einfach das Plausibelste ist. AOE, klar, ist in allen game-technischen Sachen besser, ne? Du kannst besser, schneller leveln, mehr Drops, mehr Geld pro Stunde. Macht einfach mehr Sinn und ist besser. Aber on-stream, nebenbei noch mich selber zu heilen, zu fuhlen, zu pullen, zu AOEen, Stream-Chat zu lesen, mit euch zu diskutieren. Wie gesagt, mich selber zu heilen und sowas alles, schwierig. Wen gebe ich dazu? Das ist einfach F-Tool kaputt. Ja, ne. Hätten sie hier ein In-Game F-Tool eingebaut, dann würde ich wahrscheinlich safe AOE gehen. Ja. Aber haben wir nicht. Die kannst du beim Stream und AOE nicht nebenbei noch ein Loch klicken in der Hose. Die sind ja bewusster. Weißt du? Warum genau, erläutere ich jetzt nicht on stream, aber die haben ja ihren Sinn und Zweck. Nee, deswegen habe ich gesagt, er macht so 1v1. Und ich finde sowieso 1v1 interessant und 1v1 war damals eigentlich auch mein erstes Bild, was ich hatte auf Fly PC. OG Fly. Kann man quasi jetzt kleine Hommage denn sogar sehen. Mich die Community dahin gevotet. Zu meinem allerersten Bild, von meinem allerersten Charakter. Von meinem allerersten zweiten Job-Change, was ich hatte. Ein Knight, mit dem ich dann 1v1 gespielt habe. Meine Community hat mich dahin gevotet. Damals, als wir alle noch lost waren. Ich war wirklich so verloren. Wo man sich dann irgendwelche Builds rausgesucht hat aus dem Internet. Ja, du musst wegen Speedbreak irgendwie 50 Decks oder 45 Decks. Musst du noch 35 STA, damit du auch ein bisschen was überleben kannst. Und den Rest machst du in STR. Und ich wollte mit meinem Knight aber auch nicht so dumm sein. Und deswegen habe ich auch noch ein bisschen Endgeskillt gehabt. Ja. Am Anfang, also ganz am Anfang, wo ich das allererste Mal gespielt habe, habe ich halt legit meine Punkte einfach hier der Reihenfolge nach immer verteilt, weil ich dachte, lieber überall ein bisschen was, als irgendwo komplett falsch. So, ne? So muss ich ja schon mal irgendwas Richtiges mit abdecken. Ja, das ist früher so lost gewesen. Weil ich dachte halt auch, das Spiel ist irgendwo ein bisschen umfangreicher, so, ne? Dass du halt Intelligenz als Krieger halt auch brauchst. Ja, nee. Brauchst halt überhaupt nicht. Eklig, was da rauskommt, ey. Gar nicht, wo das alles herkommt. Gehirnschmalz kommt damit raus. Kann ja nicht viel sein. Außer wenn es um Fly geht. Also. Erste Klasse war bei mir der Bowjester und dann kam direkt der Blade, war hoffnungsloser Fall da, einfach zu lost und dann Liebe zum BP entdeckt. Ja, schon mein erster Char war ein Elend mit mehr STA als Int. STR als Int. Ich wusste schon damals, was die beste Klasse ist, BP. Ja, BP ist
war auch schon immer mit die strongeste Klasse. Jetzt auch wieder. Ich dachte ja, es wird nicht so, aber ja gut. Wenn es grün rauskommt, wird es besser. Bei mir ist jetzt gerade noch so ein bisschen... Also geht schon so in die Richtung Neongrün, aber da ist auch noch so ein bisschen Blutrot dabei. What? Zeig mal. Wollt ihr nicht sehen. Ich brauche hier eigentlich schon einen Papierkorb, allein nur für die ganzen Taschentücher. Muss auf jeden Fall noch Antibiotikum nehmen. Darf ich nicht vergessen. Boah, geht aber schon gut durch hier. War bei mir auch so, als ich krank war. Einmal war einer von einem Tag zweimal voll. Das bockt halt überhaupt nicht, ne? Es ist ja, ich finde es ja auch immer mal okay, wenn man mal krank ist. Wenn du so Ende Herbst, Anfang Winter hast du mal irgendwie dein Infekt oder irgendwie sowas. Dann von mir aus, wenn es sein muss, auch nochmal irgendwie so Frühjahr, Frühling, irgendwie wechselhaftes Wetter, liegst halt auch nochmal flach. So zweimal im Jahr. Punkt aus, fertig, Ende Mickey Mouse. So, dann war's das. Hast du mal mitgenommen. Okay, lagst du mal irgendwie mal kurz flach so. Aber was hier irgendwie abgeht bei mir in den letzten halben Jahren, ist ja absolut ehrenlos. Also, wer sich das ausgedacht hat, ich wusste auch gar nicht, dass es geht. Dass ich so oft krank sein kann. Ich dachte, ich habe ein Immunsystem, was irgendwie davon lernt. Nee. Stattdessen alle 2-3 Wochen liege ich dann wieder flach. Über Monate lang hinweg. I don't get it. 10 Pakete am Tag, kein Problem, wenn man richtig Rotz in der Birne hat. Aber wo zur Hölle kommt das dann alles immer her? Ist wirklich so, das frage ich mich auch. Am Dezember zweimal krank, also den gesamten Monat. Auch hilft gegen krank sein. Ja, vielleicht sollte ich was an meinem Lebensstil ändern. Bisschen mehr rauchen. Vielleicht auch Alkohol trinken, um das einfach alles abzutöten. Dann kommt es jetzt gar nicht bei mir an, bei meinem Gehirn. Weil ich krank bin. Wenn die Synapsen, der Nervenverkehr bis dahin schon lahmgelegt ist, dann denkt mein Gehirn einfach, ja, alles tut die Frutti. Daran liegt's. Bisschen Heroin soll mir auch helfen. Frühstück. Ah ja. Oder einfach nur Fleischsuppen. Auch gut. Um die Zeit zu vertreiben. Um das Immunsystem zu stärken? Wahrscheinlich eher nicht. Sonst müsste ich ja ein super Immunsystem haben. Offensichtlich habe ich das ja nicht. Komm schon. Mit dem Level up. Auf jeden Fall den nächsten Skill. Machen wieder ein bisschen mehr Schaden. Der K11X farmt hier auch schon die ganze Zeit die Catcher, ne? Das ist ein Bottes? Kindergartenpest bekommt jeden Down. Ist wirklich mieses Zeug von da. Ist wirklich mieses Zeug. Ich hoffe, aber das hoffe ich ja jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich
jetzt die letzten Male krank war, dachte ich ja, okay, jetzt kommt der Frühling, es wird wärmer, Sommer kommt, ich werde nicht mehr krank. Dann ist der Sommer, dann ist er so langsam 2,5, ist langsam 3, dann ist er nicht mehr so anfällig, dann kommt er langsam aus der Grippe raus und geht zu den Größeren. Und das ist ja sowieso nicht mehr so extrem, so klar, mal eine Runde Magen-Darm, mal eine Runde grippalen Infekt mit Fieber, ja, geht halt mal durch, aber es ist halt alles nicht mehr so doll und extrem wie in der Grippe, wo er jetzt ist. Aber boah, dann lege ich wieder flach, dann wieder neue Aushang mit Scharlach, dann wieder Aushang mit Magen-Darm, dann wieder Aushang mit einer Grippewelle. Ja, ich denke mir nur, wenn da neue Aushang ist, denke ich mir, ach du Scheiße, gut. Eigentlich denn, sobald ich das gelesen habe, kann ich schon gleich zum Arzt gehen und sagen, was ich habe. Mit Level 40 haben wir auf jeden Fall gleich ein gutes Update. Wir haben jetzt einen Schaden. Wir haben noch Upcutstone Low an. Der Schaden sowieso erhöht. Wir machen jetzt 800er Hits. 150. 850. Jetzt haben wir natürlich Level Up mehr Schaden. 2 STR. Das können wir jetzt hier maxen. Sword Mastery. Nochmal ATK plus 100. Dann haben wir. Ja, was haben wir denn? Dieses Sword hier. 139 ATK. Oh, Alter, machen wir statt 850 jetzt 1100. Das ist schon ein bisschen was. Guter Boost. Richtig stark fühle ich mich jetzt. Das sind halt dann die kleinen Sachen, die beim Free-to-Play-Projekt zur Freude machen, ne? Wenn du einfach auf immer so ungefähr fast ein Viertel mehr Schaden machst, weil du einen Skill hast und neue Waffe hast. Ihr seid alle nur echte Fleischspieler, wenn ihr Reisdorf kennt. Ja, na klar, wer kennt denn nicht Reisdorf? Ist der Eurojester nach Spooky, ja. Nach Spooky. Oder wir sagen, Spooky war bester Harlequin und Reisdorf war bester Jojo Jester. Genau. So machen wir das. Erinnere mich. Ja, Reisdorf war schon. War schon ein sehr, sehr starker Yogester. Bro Safe war früher für mich der BP schlechthin. Ja, für mich waren halt viele Augu so, ne? Lance, Seduktive. Das war halt einfach damals. Da gab es auch noch Wolle und viele. Bitte noch Yakushi. Nein, ja, na klar. Also wer Yakushi nicht kennt. Der weiß ich auch nicht, der kann den Browser deinstallieren. Also Game kannst du ja schlecht deinstallieren. Luia waren auch krasse Leute, auf jeden Fall, ja. Black Sherry, Yakushi, Ying. Morlock war glaube ich auch da, oder? Ja. Waren immer brutale Videos auf jeden Fall, die haben so gute Videos gemacht. Dosu? Wer ist Dosu? Gesundheit, crazy. Ja, du so auch auf jeden Fall. Nach Rentner. Du so auch. Bin ich fasziniert, wie er schon damals so im Guild War mitgemacht hat. Ich hatte letztens auch ein Video angeguckt von so einem alten Guild War von damals auf Luia. Ja, aber du so auch mit dabei, auch ganz oben vom Ranking. Einfach immer noch.
einfach immer noch mit am Start. Ja. Axel hat doch denn auf dem Abit-Server viel gespielt, oder? Ist das der Axel? Ich kann mich noch an den Namen von dem Dude erinnern, bei dem ich im Darkon immer CS-Shop gekauft habe. Knuffels. Auf Riesen. Dusa hat halt wirklich nie losgelassen, das Spiel. Der suchtet immer noch wie früher absolut gestört. Ja, auf jeden Fall. Das ist sein Ding, sein Hobby. Warlock, ja. Seine Playtime auf Universe ist auch gestört. Ne, der ist halt nie offline mit seinen Chars, ne? Aber die Spielzeit, die er auch insgesamt spielt, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Damned auch insane damals gewesen, meiner Meinung. Ja, Angels auch. Schon cool, dass die Namen wieder vertreten sind. Ja, und sind auch viele Leute von damals halt auch vertreten, ne? Klar nicht alle zu 100%, aber vereinzelt sind aus den Gilden immer noch welche halt dann da, ne? Hier zum Beispiel die Gilde führen. Aber Bann gibt es nicht mehr, nur ein Fake Ice Bann oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob der noch bei Flive PC noch so ist. Könnte auf jeden Fall auf Level sogar gehen. Waren schon gute Zeiten damals, ne? Aber für mich bleibt immer noch. Seduktiver, aka Spooky von Augo. Für mich so. So mein Idol, so, ne? Das ist mein Idol einfach. Von dem habe ich mir so viel angenommen und alles. Das verkaufen wir auf jeden Fall schon mal nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Hier das Rad noch einmal drehen. Mal gucken, was wir bekommen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht das hier. Alles andere wäre cool. Let's spin the wheel. Division, 5-mal Upcutstone, 2-mal Ampli, 4-mal weitere Drinks und Threshold. Ja. Klar. Nehmen wir mit. So fett. Weiß nicht, was ihr habt. Das Event ist doch geil. Zwei Amplis, 5 Upcutstone, 2 Aktis, 4-mal weitere Drinks und Threshold. Ist doch easy. Ist doch richtig gut. Können wir gleich reinpacken. Ich finde das Event super. Haben die meiner Meinung nach jetzt mal besser gemacht. Auch, dass man keine Quickerbox mehr bekommt. Das auf jeden Fall, aber an die Dinger ranzukommen ist halt sehr rar. Ne? Also das war jetzt meine erste Box nach 40 Level. Hat sich aber schon gleich gelohnt, muss man dazu sagen. Also das war jetzt natürlich ein super Griff. Zwei Amplis, Upcut Stone und alles sowas. Vielleicht mache ich mal mehr als Dailies. Habe ich noch irgendwas? Apropos Dailies. Hier können wir gehen, machen wir hier nochmal Battle Pass Punkte. Nur 5 sind wir mittlerweile. Ist okay.